mir mal was zu trinken auf. Gut, dass ich Vorräte an Bord genommen habe. Prost. Also es... Nicht, dass das jemand falsch versteht, ist kein Alkohol. Wäre viel zu früh. Nicht, dass ich jemanden verurteilen würde dafür, aber wäre viel zu früh. Weil manche Leute denken ja, man prostet sich nur mit Alkohol zu. Aber das stimmt nicht. Man säuft sich nur mit Alkohol zu. So wäre es richtig. Die haben alle echt schlechte Werte. Was ist denn los heute? Ist ein leeren Opal-Hotspot einfach so schlecht, weil der einfach einen guten Asteroiden hat und der Rest ist Kacke? Also ich weiß, die sind alle aus Eis, aber weiß schon. Halt auch keinen, der aussieht wie ein Popcorn. Deren Opale gibt es halt nur im Kern. Ja, das schon, aber das andere Material ist ja auch kacke. Also ist nicht, ja, weiß schon, nicht in hohem Maße vorhanden. Da, der ist ein Popcorn, oder? Wenn du so ein Popcorn hättest, würdest du es essen? Promilit 13%, okay. Sonst nur unnötiges Zeug? Für das andere Material ist es ja auch ein Hotspot. Du Schlaubeerer! Aber es könnte trotzdem mehr drin sein. So, hier sind ja auch 13% Promilit drin. Das könnte einfach öfter sein. So, mehr Sammler. Achso. Verzeihung. Ich sperre mir meine Drohnen aus. Gibt es Promilit-Hotspots? Dann würde ich empfehlen, das dort zu suchen. Ja, es gibt Promilit-Hotspots. Aber eigentlich wollte ich ja kein Promilit suchen. Wir haben hier sogar welche. Ja, guck sie hier. Vielleicht fliegen wir da noch hin. Vielleicht hast du recht. Dann haben wir hier mehr Action. Rettungsmission.
Eine besetzte Rettungskapsel, einzigartig. 7 Stück soll ich sammeln. Von wo? Oh, 1,9 Millionen. System STF 1774, wo ist das? Oh. Nur da drüben. Na? Ah, jetzt. Da braucht jemand unsere Hilfe. Da bist du so harmlos am Minen und dann brauchen Leute deine Hilfe. Das ist ja sehr merkwürdig. Gibt's hier eine? Wie hoch ist denn das Risiko? Steht nicht dran. Ich hätte heute früh nicht den Fernseher einschalten sollen. Nee, es ist einfach schlimm. Das. Ja, ich weiß, was du meinst. Man will das gar nicht alles, ne? Man will das einfach nicht. So, Transaktion. Besetzungsrettung. Besetzte Rettungskapsel befreien. Oh. Die Fracht ist einzigartig, kann ich. Sie halten Belohnung bei Lieferung. Befreien heißt, da sind Feinde, oder? Wir haben 6 Tage und 7 Stunden dafür Zeit. Sie müssen die verschwundene Ladung finden. Ich dachte, die nächsten Tage wird das Wetter schön und alles ist gut. Stattdessen sitzen wir jetzt da und hoffen, dass nicht jemand einen riesen Fehler begeht. Ah. Bin ja, ich weiß auch nicht. Man ist halt so hilflos, ne? So einfach so ausgeliefert. Man kann nichts tun, weil du halt nicht zu denen gehörst, die irgendwie Entscheidungen treffen können. Und man kann es einfach nur mitverfolgen und findet es einfach nur schrecklich. Ich würde sagen, wir bringen mal unsere Beute zurück. Und dann kümmern wir uns um die 7 armen Seelen, die da irgendwo verschollen sind. Ich überlege nur gerade, ob wir das mit dem Schiff hier überhaupt machen können. Oder ob wir uns nicht lieber unsere Crate bestellen. Weil mit dem Erkundungsschiff ist immer auch nicht viel besser dran als mit dem hier. Eine sogenannte Eichhörnchen-Mission. Stimmt. Oh, halt, halt, halt. Nein, abbrechen. Okay. Ja, er hatte keine Chance. Hey. Da habe ich unseren Fighter eben zerstört. Ups.
Gut, dass der mit Fernbedienung läuft. Ja, wir lassen uns wieder ablenken. Wir brauchen mindestens 7 Frachtkörbe. Das heißt, ich würde vielleicht die andere Crate herholen, da ein Frachtmodul einbauen und dann mit der schauen, dass wir das da irgendwie hinkriegen. Weil wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Und da wir keinen großen Zeitdruck jetzt haben bei der Mission, ne, die sind dann in ihren Rettungskapseln, sind die safe. Können wir uns das leisten, das Schiff noch zu wechseln? Dauert halt ein bisschen, bis die da ist wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo die steckt, die andere Crate. Vielleicht könnte man die auch schneller abholen. Müssen wir mal schauen, wo die steckt. Wo wir die geparkt haben. Da. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, also, naja, wir haben ja gesagt Teamwechsel. Ich will das jetzt auch gar nicht nochmal aufrollen, weil vielleicht will man sich hier auch davon ablenken. Dann wäre das irgendwie kontraproduktiv, wenn wir jetzt das nochmal anfangen. Was wollte ich? Ah ja, genau. Wo ist denn unsere andere Crate? Irgendwie stolper ich immer, wenn ich sagen will, andere Crate. Wo ist die denn? In Aliot. Auf Donaldson. Ach so. Ja, das ist ja 3 Meter. Da sind wir. Obwohl, 7 Minuten ist auch egal. Ich bin aber schneller hingeflogen, glaube ich, oder? Ja, das sind wir schon. Ah, weiß ich nicht. Warte. Wenn ich jetzt noch länger überlege, ich rufe sie her. Ich rufe sie einfach schon. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal du her. So. Auf Donalds Sohn. Ja, achso, warte. Donald hat gar keinen Sohn. Der hat nur Neffen. Komisch. Was wollten wir noch machen? Ah ja, hier. Unser Zeug verkaufen wir. Ganz gut, glaube ich. Tritium. Na ja, gut. Der Verkaufswert ist ganz okay. Die Gesamteinnahmen sind nicht der Rede wert. Promilit bringt allerdings mehr. Boah, das nächste Mal fliegen wir wieder zum Promilit-Hotspot und sammeln da einfach Promilit. Das bringt einfach viel mehr, als sich mit den Kernen abzumühen, die man dann eh nicht findet. Verkauft haben wir. Wir müssen auf jeden Fall die Drohnen abstoßen.
Weil wir die in dem anderen Schiff können wir die nicht mitnehmen. Zack. Man könnte natürlich auch versuchen hinzufliegen. Mit einer Sammeldrohne. Hier sowas hier. Mit einer Sammeldrohne die Sachen einzusammeln und abzuhauen, bevor die anderen Schiffe einen kaputt geschossen haben. Allerdings, wenn dabei eine Rettungskapsel kaputt geht, ist die Mission halt für Eimer. Und man riskiert dabei Menschenleben, das will ich nicht. Ne, ich glaube, das ist keine gute Idee. Außerdem gibt es hier gar keine Sammeldrohnen, glaube ich. Oder? Abbaudrohnen? Erzsucher? Ladelukenöffner? Normale Sammeldrohnen? Gibt es hier auch? Ah, schau mal. Sogar eine von uns. Drei. Klasse 3, warte mal kurz. Raffinerie. Überlebenfahrzeug. Für später dann könnten wir schneller sammeln. Raffinerien. Wir hätten eine Vierer irgendwo noch gelagert. Achso, eine Vierer gibt es hier zum Kaufen. Oh, warte mal, dann machen wir das doch so. Dann holen wir uns eine 4er Raffinerie, damit die Slots optimal genutzt sind. Die tue ich mal einlagern. Dann hole ich mir hier die 4er und hole mir unten nochmal die 3er Sammeldrohnen. Alles klar, Andreas. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und wie du merkst, ich befolge gerade deinen Rat, gegen den ich mich vorhin gewehrt habe. Ich mache das jetzt einfach. Ich glaube sogar genauso, wie du es gesagt hast. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, was? Wo bin ich jetzt? Hier, bei 3, genau. Und dann 3er Sammeldrohnen wurden. So, ausrüsten. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Frachtraum. Wie viel Fracht haben wir jetzt noch? Wo warst du denn? Hier. Frachtkapazität 128. Hm. 16 weniger halt, ne? Aber wir tun uns eh immer schwer damit, das voll zu kriegen. Und so geht's wenigstens schnell. Schnell leer. Ich lass mal so. Änderung an einem Modul, aber wir haben noch gar nicht. Feuergruppen. Inventar, Hopper. Achso, ja, gut, die Sachen sind natürlich jetzt weg. Nö, da haben wir nichts geändert. Ist gelogen.
Das Spiel lügt mal wieder rum. Abrasions. Ach doch, nee, das Spiel hat. Sammler? Hä, wir haben doch. Abbaulaser? Ach, da unten ist die Multitron. Ah, ja. Die Sammler sind ja hier nochmal extra, genau. Dann setze ich die auch alle auf 2. So, ist richtig, ne? Genau. Ist ja egal, ob die gleichzeitig ausgelöst werden. Die sollen ja sogar gleichzeitig ausgelöst werden. So, das Schiff ist da. Gut, dann können wir jetzt wechseln. Dann steigen wir jetzt um in die Schneeflocke. Ja, doch. Und machen diese schöne Ablenkungsmission, für die wir aber Frachtmodul brauchen. Was wir nicht haben, was wir einbauen müssen. Mal schauen, was wir da austauschen. Der nicht? Ja, so eine Modulverstärkung würde gehen, oder? Wir brauchen ja bloß 8. Umfüllen oder Modul? Umfüllen oder Modul? Umfüllen. Oh, Modul. Modul ersetzen gegen Fracht. Fracht bestellen mit 8. Passt super. Aktuelles Modul lagern wir ein. So. Wohin sollen wir die Geiseln denn, die Geretteten dann liefern? LHS 26. 37. Wo ist das? Er ist 26, 37. Da sind wir gerade. Was frage ich auch? Und wahrscheinlich dahin, ne? Nee. Aber hier irgendwo im System wird es eine Station geben, wo wir die dann abgeben müssen. Oh, so. Jones Synthetics Hub. Ja, okay, das finden wir dann schon, wenn wir es dann brauchen. So, jetzt fliegen wir erstmal hier rüber und suchen die Rettungskapsel. Ich bin gespannt. Unser Pilot ist noch dabei, ne? So, genau, wir haben 7 frei, das passt. Das passt auch alles. Ist alles richtig eingestellt, hoffe ich. Ja, Abflug. Zwischendrin mal ein paar Leute retten. Commander Picard vom Reunion. Sagt er Hallo? Er sagt Hallo. Er sagt nicht Hallo, oder? Er fliegt hier nur. Er richtet sich nur aus. Ein bisschen rumtrollen. Nee, doch, er sagt Hallo. Ja, nice. Winke, winke.
Huch, was machen die denn da? Hä? Was? Was? Was zum. Zickzack. Okay. Gut, ich würde sagen, habe ich den Kurs nicht gesetzt? Doch. Der Kurs ist gesetzt. Dann schauen wir mal, ob uns der Herr Picard jetzt gleich nerven wird. Oder? Nee, er ist schon weg. Mal kurz scannen und dann finden wir hoffentlich raus, wo wir hin müssen. Navigationsboje vielleicht scannen. Ich muss, glaube ich, gleich mal ein Bäuerchen machen. Bin gleich wieder da. So, viel besser. So. Nee. Da unten ist. Scan festgestellt. Missionsrelevante Nachricht. So, sehr schön. Und was ist da los? Direktor Clay. Was wieder? Scan abgeschlossen, Kommandant. Die letzte bekannte Position Ihres Ziels wird gerade in Ihr Transaktionsmenü hochgeladen. B7G. B7G. Das klingt immer so wie so eine Schulklasse. Ich bin aus der B7G. Wir haben gleich Mathe. Ist ein Planet. Vielleicht müssen wir sogar landen und die Sachen aufsammeln.
Oh, das dauert ein bisschen. Wieso müssen die auch so weit draußen sein? Können die sich nicht irgendwo näher fangen lassen? Ein Notruf. Aber wir haben auch keine Drohne dafür. Rohstoffabbau gibt es hier relativ viel anscheinend. Gleich sind wir da. La 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 la. Gleich sind wir dort. An diesem Ort. Es dauert nur noch Short. Wehe dem, der in der Nase bohrt. Der wird bestimmt kein Lord. Und mir fällt nichts mehr ein zum Reimen. Da müssen neue Ideen keimen. Ich will mich hier ja nicht einschleimen. Das ist schrecklich.
Na, ich hoffe mal, die sind da auch. Nicht, dass wir da jetzt umsonst hinfliegen und dann später heißt es, Edge, hier steht nur ein Schild. Wir sind schon weitergezogen. Auf dem Planeten am ganz anderen Ende im Sonnensystem. Holen uns da bitte ab. Ah, ich glaube, der Musikbot funktioniert nicht so richtig, wie er soll. Den muss man, glaube ich, manchmal manuell auslösen. So. Ah, das geht so nicht. So. Eine Minute noch, dann sind wir da. Ich frage mich, wer das hier ist. Ist das einer von euch eigentlich? M. Richter. Möge er sich zu erkennen geben, bevor ich ihn ablehne? Oder sie? Oder es? Als Person. Oh nein, nicht vorbei. Wir müssen ihn bestimmt abscannen, ne? Mit unserem Oberflächenscanner. Man soll ja nicht so oberflächlich sein, aber in dem Fall ist es, glaube ich, okay. Ja, so riesengroß scheint er nicht zu sein, der Planet. Setzen wir noch einen auf die Rückseite und dann könnte es das schon gewesen sein. Ein menschliches Signal.
diese Siedlung und Wracks. Aber wir sehen unser Ding nicht. Wahrscheinlich müssen wir aus dem Hyperraum raus. Oder Super Cruise. Zu schnell? Ja, ja. Jetzt aber. Aha, künstliche Struktur ist es so. Jetzt wird spannend. Müssen wir doch was auf der Oberfläche einsammeln? Ja, sehr gespannt. Boah, nicht so. Zu schnell für Ability Boost, ja dann. Probieren wir es nochmal. Warum ist er denn da so schnell hingedüst? Ich hab doch gar nicht. Ach. Der hat doch gesehen, dass der Planet vor uns ist. Also ich hab's jedenfalls gesehen. Gleich wird's spannend, gleich. Ich will jetzt keine 800 Kilometer hinboosten. Sind wir dann doch etwas zu weit? Ich hoffe, wir dürfen jetzt hier normal hinfliegen. Jetzt geht's, ne? Oh, das ist aber wenig. Der Soundtrack übrigens heißt gerade Helium on Planet. Also der Titel passt, die Musik, naja. Kommt drauf an, was wir jetzt finden da unten. Setzte Rettungskapsel. Mission erforderlich. Die haben wir ja. Oder die. Die ist erforderlich für unsere Mission. Wahrscheinlich heißt es das. Ist bestimmt nicht erlaubt, hier zu sein. Also für uns. Oh, was kommt denn da? Ein anderes Schiff?
Was will der? Ich lasse die Rettungskapsel mal noch. Schau mal, was er hier uns zu sagen hat. Typ 7 Transporter. Ist aber sauber, okay. Aber nicht, dass er meint, er sammelt hier die Rettungskapseln ein. Das ist unser Job. Ich land mal. Fahrwerk sie mit dem Scarab natürlich. Da kann ich mal vielleicht 4 einsammeln. Und ich hoffe, uns kommt niemand in die Quere. So. Muss allerdings eventuell kurz weg gleich. Legale Bärung, okay. Oh. Die sind gesucht. Ah, alles klar. Okay. So, so. Wenn ich die einsammle hier, werden die hier sicher Stunk machen. Das heißt, wir fliegen ja, wir gehen erstmal zurück in unser Schiffchen. Holen uns den anderen SRV. Und putzen die dann erstmal weg. Haben die mich jetzt erschreckt? Jetzt erschreckt. Meine Güte. So, müssen wir doch erst kämpfen. Warum hat der denn kein Schild? Warum hat der... Hä? Seit wann hat der SRV kein Schild? Von, wenn er startet. Naja. Egal, wir schicken das Schiff mal weg. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich das... vorstelle. Und dann warten wir kurz, bis die Schilde voll sind. Wir müssen aufpassen, dass wir die natürlich nicht treffen.
das hier funktioniert. So, unsere Schilde sind voll. Ich würde sagen, wir können loslegen. Ja. So, den haben wir. Der eine hier noch. Die bewegen sich da nicht weg, ne? So, das waren sie. Das waren alle. Und den Rettungskapseln ist nichts passiert, hoffe ich. Ja, Hülle 100 und 100 und 100 und 100. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, dann holen wir uns das Schiff zurück. Während er landet, sammeln wir hier ein. Sonst noch Material rum? Nö. Doch da. So. Vorsichtig aufnehmen, damit wir die anderen nicht irgendwie anschubsen hier. Ja, das habe ich befürchtet. Ich hatte doch die vorderste, oder? Jetzt ist die vorderste. So, bringen wir das schnell ins Schiff. Und dann nehmen wir den anderen SAV. Der hat nämlich ein bisschen mehr Frachtkapazität. Dass wir die alle schön in Sicherheit bringen. Bevor noch was passiert. Das Schiff hat sich echt mal richtig schlau hingestellt diesmal. Hoppala. Nehmen wir die armen Jungs hier mal mit. Den vorderen hier. Ist das der vorderen hier?
Ja, nicht über die drüber fahren, das ist nicht so gut. Die eine ist schon beschädigt da. Oder? Die raucht, aber es. Nee, das war der Schatten. Ich dachte, die raucht. So, wir haben 4 und 2 aufgenommen, das heißt 6. Hä? Dann fehlt ja eine noch. Mal schauen, wo die dann ist. So, wir haben jetzt 6 Stück. Eine fehlt uns noch. 7 besetzte Rettungskapseln. Ja, aber. Wo ist denn Nummer 7? Die müsste doch auch hier sein. Ich habe doch keine kaputt gemacht. Oder? Muss ich noch mal weg und wieder hinspringen? Oder ist sie woanders? Das ist jetzt eine interessante Frage. Tja. Schauen wir mal. Nein. Nein. Einsteigen. Oder ist eine verschwunden? Dings fliegt halt auch noch hier rum. Ups. Der komische Transporter hier. Oder ist es wieder was anderes? Schauen wir mal kurz dahin. Dann springe ich nochmal raus und wieder rein. Ach, eine Seitwelle ist es jetzt. Ist aber sauber. Okay. Oh, es gibt noch mehr künstliche Strukturen. Ziel abwählen im Moment. Das ist ja das. Hier sind wir ja. Eine Rettungskapsel mehr. Tja. Ich spring noch mal weg.
Halt, warte, nein, aufhören. Jetzt sind auf einmal wieder da. Okay. Die sind gerade respawned. Tauchen jetzt bestimmt auch noch mal welche auf. Drohnen meine ich. Aber wir brauchen ja nur noch eine. Ja. Aha, wusste ich. Kann man natürlich auch Kopfgeld sammeln. Hm, das Ding ja will nicht. Versteckt er sich? Komm her. Geh von den Rettungskapseln weg. Ich will halt nicht mit einer Rakete drauf schießen und dann ist die Rettungskapsel da im Weg. Jetzt. So. So, das war ja gemein. Rettungskapsel nehmen wir mit. Das Material hier nehmen wir auch mit. Sonst gibt es kein Material hier. Ich nehme mal noch eine mehr mit. So. Schadet bestimmt nicht, wenn wir eine zu viel dabei haben. So. So, jetzt Waren eingesammelt, genau. Mehr benötigen wir nicht. Kehren Sie zur Basis zurück. Okay. Welche Basis nochmal? Jones Synthetics Hub. Ah, da.
Ich habe eigentlich gedacht, dass wir mehr kämpfen müssen. War aber gar nicht so. Bis jetzt. Ich hoffe, niemandem wird schlecht. Bin gleich wieder da, muss man kurz weg. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade eine kleine Beifahrerin auf dem Schoß. So, warte. Oh, falsch. Hier wollte ich nicht hin. Hallo Stereo. Freut mich, dass du dabei bist. Danke für den Follow. Schön. So, also nicht wundern, wenn es hier komische Geräusche gibt. Ich muss gerade ein bisschen... Wir haben noch einen Passagier mehr dabei. Ja, gell? Ja. Was passiert jetzt, hä? Spannend. Ja, die Tür ist offen. Die lassen wir mal offen. Mama kuschelt nämlich in der Küche rum. Ui. Das ist das Weltraum. Da fliegen wir durch. Ja. Was will er denn jetzt schon wieder? Besetzte Rettungskapseln? Was? Scheinbar ist eine Fehlfunktion des Sicherungssystems der Ladung besetzte Rettungskapsel aufgetreten. Wenn Sie die Bergung nicht schnell genug durchführen, riskieren Sie die Ladung zu verlieren. Und wir bezahlen Ihnen einen Bonus, wenn Sie erfolgreich sind. Ah, oh nice. 43 Minuten. Was? Okay, ja, das schaffen wir. Eine Fehlfunktion und wir riskieren die Ladung zu verlieren. Hallo? Ihr redet hier über Menschen. Die Ladung. Wir haben ja acht hoffnungsfrohe Leute dabei. Ich kann mich noch nicht als Ladung bezeichnen. Wahrscheinlich meint er mit Fehlfunktion auch noch einen, ich weiß nicht, kaputten Herzschrittmacher. Oder eine beschädigte Insulinpumpe oder irgendwie sowas. Schlimm, schlimm. Leute einfach als Sachen anziehen, geht ja gar nicht. Ja, genau, finde ich auch. Ich
breche vielleicht die Mission ab. Einfach nur aus Frust. Weil der so unmenschlich über die Leute redet. Und dann werfe ich die Ladung einfach über Bord, weil die Mission ja... nee. warte, Denkfehler. Hast recht. Redet der Papa wieder Quatsch. So. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir noch abgefangen werden oder sowas. Ja, bleib mal hier. Schau mal. Ja, es ist eine Maus. Klick, klick. Klick, klick, klick. Kannst du haben. Achso, wo müssen wir denn da hin? Dass der am Ende immer so schnell wird auf einmal. Also er fliegt immer ewig langsam hin und am Ende ist er dann viel zu schnell und drosselt nicht schnell genug runter. Da müsste es irgendwie eine Funktion geben, die das ein bisschen besser macht, so wie zum Beispiel so ein Frameshift-Assistenten oder so. Der dann mit der richtigen Geschwindigkeit ans Ziel bringt. Sowas wäre doch schön, dass das gäbe. Oh nein, wir sind zu schnell. Oder? Ja, wir sind viel zu schnell. Ich wusste es. Danke. So, Co-Pilotin ist wieder abgeholt worden. Und dann können wir schnell unseren Auftrag noch erledigen. Und dann gibt es für uns was zu essen. ...37 Kilometer. Kann ich da schnell hinboosten? Ja, komm, das boosten wir schnell. Das dauert mindestens genauso lang, wenn ich jetzt wieder rausspringe und wieder rein. Noch mal kurz im Chat. So. Wegen der Musik, die muss man immer verlinken. Und ich habe den Bot irgendwie falsch eingestellt, der macht das nicht von sich aus. Den muss ich immer mal wieder so um das zu sagen. Hahaha! Hey Stereo! Grüß dich! Was ist so lustig? Jetzt ist natürlich belegt hier, wir dürfen nicht landen. So, wir haben gerade Besuch bekommen. Die Ladung ist lustig. Unsere besetzten Rettungskapseln. Ich hoffe, die sitzen da recht bequem. Oh, ich würde jetzt hier neben der Station landen. Und die mit dem Auto da abgeben, aber das geht nicht. Wir müssen jetzt leider warten, bis hier der Verkehrsstau weg ist. Du Verzögerungs Type 6 Transporter. Baba. Hui. Na los, hau ab. Ich bin jetzt dran mit Landen.
Trödel nicht so rum. Alles nur wegen dem Morten. Na also. Der hier nicht gängig kommt. So, ich bin jetzt dran. Ich bleibe jetzt hier den ganzen Nachmittag stehen. Damit kein anderer hier landen kann. Und dann bringen wir unsere Leute endlich in Sicherheit. Ich hoffe mal, dass wir die wirklich gerettet haben und nicht gerade entführt haben. So, boah, war das toll zum Reparieren. So, können wir jetzt hier. Nein, halt falsch. Hier, oder? Genau. Abgeschlossene Mission. Ja, sehr schön. Gut, wir sind sowieso verbündet mit denen, das ist uns ja egal. Ruf bei Allianz ist gestiegen, das ist nicht schlecht. Okay. Können wir noch Kopfgeld oder so abgeben? Ja, komm auch noch. Und die ganzen Drohnen, die wir abgeschossen haben. Und dann haben wir jetzt noch eine. Ja, wir haben jetzt noch eine Rettungskapsel. Die wollte er nicht mehr. Was machen wir denn mit der jetzt? Hä? Oder hat er alle genommen? Wie gestohlen? Wieso denn gestohlen? Bloß weil ich eine zu viel mitgenommen habe. Ich habe. Okay, jetzt nochmal. Ich sollte 7 Leute retten, ja? Da waren aber nur 6. Dann habe ich 6 genommen. Bin weggeflogen. Dann kamen nochmal neue 7. Davon habe ich dann nochmal 2 mitgenommen. Und jetzt hatte ich eine zu viel. Und die wollte er nicht. Was ist das denn für eine komische Rettungsmissionssache? Und der eine hier, der ist jetzt gestohlen. Und was machen wir jetzt mit dem? Sollen wir den auspacken? Mal gucken, was drin ist, oder wie. Und am Ende ist so eine Sidequest drin. So ein Nebenquest-Strang. Wir müssen irgendwie ein, weiß nicht, einem Rebellenkönig helfen, sein Imperium wieder aufzubauen. Ach. Ja, wir werden das nicht los, ne? Können wir das einfach so vernichten oder sowas? Das ist schon fies jetzt. Naja, das. Wieso kann ich den denn nicht einfach hier abgeben? Such- und Rettungskontakt gibt's doch. Und dann gebe ich den einfach hier. Nicht vorhanden besetzte Rettungskapsel, stimmt doch gar nicht. Hab ich doch. Geiseln. Geiseln? Also beschädigte Rettungskapsel. Ja. Können nichts mehr für ihn tun. Ach, hätte ich doch den einen einfach nicht mitgenommen. Mein Gewissen, mein armes Gewissen. Ich glaube, dass wir lassen das jetzt einfach. Ich gehe jetzt erstmal essen und den lassen wir da drin und dann schauen wir mal nächstes Mal, was wir mit dem anstellen.
Xenia Platinum. Ingenieurswerkstatt? Achso, das ist die entfernte. Okay. Ja, genau. Dann bleibe ich einfach hier angedockt. Darf ich hier angedockt bleiben? Schon, oder? Man kann allerdings nicht unter die Erde fahren. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt hier angedockt bleibe. Und dann nächstes Mal jemand angedockt ist und ich hier spawne. Aber wird schon gehen irgendwie. Das Spiel wird sich schon was dabei denken. Ah, ist halt doof, ne, dass das gestohlen ist. Kann ich die einfach so rausschmeißen, ohne sie zu zerstören? Schmuggel. Oder wir suchen nächstes Mal einen Schwarzmarkt. Gibt's hier einen Schwarzmarkt in der Nähe? Was wird hier jetzt markiert? Import, Export, Dienste? Schwarzmarkt? Ah, hier gäbe es sogar einen. Hier vielleicht sogar? Schwarzmarkt, jawohl. Alles klar, dann können wir den nächstes Mal dahin bringen. Sind wir eh gleich in der Nähe hier. Ich hoffe, ich merke mir das. Dann danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Appetit, falls ihr jetzt auch was esst. Falls nicht, trotzdem guten Appetit, wenn ihr dann wieder was esst. Bis dann. Ciao.